So. Und damit ein herzliches Willkommen zurück zu Harry Potter und die Kammer des Schreckens. Ich habe mir gestern voll mickrig auf die Zunge gebissen. Nein, Spaß. Also das habe ich schon gemacht. Ich habe keine Ahnung, wie ich das hingekriegt habe, aber ist ja auch egal. Und jetzt habe ich vergessen, was ich sagen wollte. Naja, wird schon nicht so wichtig gewesen sein. Ich glaube, wir müssen jetzt irgendwie nach oben. Kommt es nur mir so vor, dass das Ganze irgendwie ein bisschen. Angeblich nur 20 FPS, das ist wirklich ein bisschen wenig. Naja, wurscht. Ich weiß gar nicht mehr genau, wo wir hin mussten, aber da steht Hermine ja schon rum, also denke ich mal, wir müssen da irgendwie hinterher. Ich hätte jetzt eigentlich auf Entschleime getippt, den Zauberspruch, den ich ja schon angesprochen hatte, aber offenbar nicht. Oh, cool, Musik. Und schon ist wieder weg. Und neue Musik. Und sie ist noch da. Warte, wir müssen mal kurz unseren Freund ärgern. Hey du! Ich krieg dich. Mit dem blauen Auge. Ha! Oh Gott, sieht das verpixelt aus. Willkommen im Zauberkunstunterricht. Heute lernen wir den Ach, Entschleimzauber. offenbar doch. Ja, Miss Granger. Was gibt's denn jetzt Ich schon frage wieder? mich, ob Sie uns nicht etwas über die Kammer des Schreckens erzählen Das könnten. kann dauern. Mein Fach ist Zauberkunst, Miss Granger, nicht Mythen und Legenden. Bitte, Professor, wir wollen es alle wissen. Wie ihr wollt. Hogwarts wurde von vier Personen gegründet: Godric Gryffindor, Salazar Slytherin, Helga Hufflepuff und Rowena Ravenclaw. Slytherin wollte nur Schüler aus magischen Familien in Hogwarts aufnehmen. Die anderen drei Gründer waren damit nicht einverstanden und Slytherin verließ die Der war Schule. richtig bitchig. Ja, Miss Granger. Er baute eine Kammer in das Schloss ein, von der die anderen Gründer nichts wussten. In der ein riesiges Monsterhaus, das die Kammer bewacht. Die Legende besagt, dass Slytherins Erbe komme, um die Kammer zu öffnen und den Schrecken im Inneren zu entfesseln. Und alle, die nicht aus einer magischen Familie stammen, sollen dann von Hogwarts verwiesen werden. Das ist natürlich alles Unsinn. Begeben wir uns lieber zurück in die Realität. Harry, kommst du bitte nach vorn und versuchst mal den Entschleimzauber anzuwenden? Wieso hat Hermine eigentlich Gerne, Professor. gefragt, wenn sie sowieso alles schon wusste? Und wieso machen die beim Unterricht die Tür nicht zu? Oh mein Gott! Vergiss all den Unsinn über die Kammer des Schreckens. Konzentriere dich lieber auf das Symbol vor dir. Der Zauberstab bewegt Ich sich über über das das Symbol. Symbol. Ja. Wenn der Zauberstab sich über einen Pfeil bewegt, musst du die entsprechende Jetzt Pfeiltaste wird's drücken. schwierig, ne? Diese Herausforderung besteht aus Drei drei Übungen. Übungen. In allen drei Übungen musst du die angezeigten Pfeile treffen. Bist du Bist du bereit? bereit? Nein. Übung 1. Fang Ich an. habe zwar Nein gesagt, aber okay. Wir dürfen jetzt nicht versagen, das wisst ihr, ne? Links, rechts, rechts. Oh. Links, rechts, links. Links, links, rechts. Oh, ich habe falsch gedrückt, aber es war irgendwie doch richtig. Versuch Oh, es nochmal. Alter. Dann. Ich habe mich zum Glück noch daran erinnert, dass es dann einfach Gib weitergeht. jetzt nicht auf, Harry. Du hast es fast geschafft. Ich sehe es jetzt kommen, wir dürfen jetzt nicht mehr weitermachen, weil wir einen Fehler gemacht haben. Gut gemacht, Harry. Du kannst nun mit der nächsten Übung fortfahren. 5 Punkte für Oh mein Gryffindor. Gott, ganze 5 Punkte! Übung 2. Yeah! Fang an. Baum, 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 baum. Dum, 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 dum. Habe ich schon erwähnt, mein Bruder schaut das hier übrigens auch. Und der meinte, ich soll lieber keinen Flubberwurm-Schleim mehr kaufen. Weil wir damals ziemlich scheiße waren im Spiel. Und wir deswegen. Gut gemacht, Harry. Du kannst nun mit der nächsten Übung fortfahren. 10 Punkte für Oh mein Gott, Gryffindor. 10 Punkte! Übung 3. Fang an. Und dass wir deswegen gar nicht so viele Tränke brauchen werden, vermutlich. Und ich denke mir so, jo, könnte stimmen. Deswegen werden wir die Bohnen eher aufheben, damit wir später davon Bildkarten und so ein Zeug kaufen können.
Weil Quidditch-Ausrüstung lohnt sich, glaube ich, auch nicht wirklich. Prima! Du hast alle Was? Übungen erfolgreich abgeschlossen. Wie konnte das passieren? 15 Punkte für Gryffindor. Was? Gut gemacht, Harry. Du beherrschst nun den Entschleimzauber. Ich habe ihn zwar noch nicht einmal ausgeführt, aber okay. Jetzt wollen wir mal sehen, was du bisher über den Entschleimzauber gelernt hast. Ich würde ihn gerne gegen Hermine einsetzen, aber es wird wahrscheinlich nicht funktionieren. Willkommen bei der Entschleim-Herausforderung, Harry. Um diese Herausforderung erfolgreich abzuschließen, musst du den Stern der Vollkommenheit. Der ist hier direkt im nächsten Raum. Du findest ihn einige Stockwerke tiefer. Hol dir den Stern der Vollkommenheit so schnell wie möglich. Springt die Uhr auf Null, bevor du ihn hast, gilt die Herausforderung als verloren. Auf deinem Weg wirst du noch weitere Sterne finden. Hebst du sie auf, erhältst du Zeit- und Punkteboni. Ich empfehle dir, alle einzusammeln. Versuche, den Stern der Vollkommenheit so schnell wie möglich zu finden. Je mehr Punkte du am Ende der Herausforderung hast, desto mehr Hauspunkte bekommst du. La la da 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 da. Was? Wir sollen uns beilen? Wieso? Wir haben noch Zeit. Vor allem, um hier zu stehen und ein paar Rüstungen abzuschießen, ich meine. Wie oft denn noch? Okay, die schon mal nicht mehr. Die immer noch, ey. Kann ich erstmal die erste Minute damit verschwenden, hier den Typen abzuschießen? Ektoplasma ist eine eklige grüne Substanz, die von manchen Geistern zurückgelassen wird. Das müsst ihr euch merken. Manchmal werden so Durchgänge und andere Öffnungen unpassierbar. Mit einem Entschleimzauber kannst du das Ektoplasma entfernen. Mensch. Sowas. Entschleimen. Wow. Was natürlich sonst passiert, wissen wir ja schon. Da unten ist übrigens der Stern der Vollkommenheit. Schade, treffe ich nicht den Kessel. Aber das mit den Geistern könnt ihr euch merken, denn wir werden später einen alten Bekannten wiedersehen, bei dem das noch wichtig wird. Boah, Alter, wie episch er das sagt. Entschleime! Hallo, dicker Mönch. Wehe, du packst hier wieder Schleim hin. Huch, ist das wieder... Nö, das scheint diesmal gar nichts zu sein. Was soll ich hier bloß machen? Ich bin überfordert. Du kannst den Entschleimzauber auch verwenden, um mit Ektoplasma verschleimte Gegenstände zu reinigen. Ja, da machen wir uns ja gleich gut Freund mit unserem Hausmeister Filch, den wir alle so gut leiden können, dass wir ihm immer zum Valentinstag eine Karte schicken, die dann gefälscht ist, wo drauf steht, dass Professor McGonagall total auf ihn abfährt. Und ja, da freut er sich immer drüber, wie so ein Schnitzel. Und blamiert sich dann erst richtig, wenn er sie darauf anspricht. So. Ein neues Bildkärtchen. Oh Gott, ich hab's viel zu sensibel eingestellt. Was haben wir denn da? Bridget Wenlock. 1202 bis 1285 berühmte Arithmantikerin, die als erste die magischen Eigenschaften der Zahl 7 erforschte. Die 7 ist für mich alles und nichts kommt an sie heran. Ach ja. Über 7 Brücken musst du gehen. Kennt das jemand? So. Dich nehmen wir mit. Euch auch. Und hier sieht es ja richtig eklig aus. Ektoplasma wirkt sich negativ auf deine Kraftpunkte aus. Je länger du mit Ektoplasma in Berührung kommst, desto mehr Kraftpunkte verlierst du. Ich wollte gerade sagen, ich habe hier doch gerade dieses eklige Geräusch von den Viechern gehört. Kann man den hier irgendwie loswerden? What the fuck? Okay, erstmal umgucken. Es gab irgendwie auch eine Gegend, wo die sich nicht mal mehr aufgerichtet haben. Das war dann schon sehr praktisch. Hier offenbar nicht. Kann ich hier sonst irgendwas machen? Muss ich ja immer umgucken. Mein Brüderchen hat mir ja vorhin erst gesagt, an die ganzen Sachen, die hier drin vorkommen, kann er sich gar nicht mehr erinnern. Ha, was ein Trottel. Nein, Spaß. Oh. Dank.
Okay. Dum, 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 dum. Hier ist auch nix. Ihr wisst ja, man muss sich... Ah! Oh nein, es ist Peeves! Da ist er! Wenn das nicht der pickelige, plumpe, bummelige Pott ist. Alle hässlichen Wörter fangen mit P an. Zum Beispiel Peeves. In Flamme! Aber wie gesagt, der ist überhaupt kein Problem mehr, weil unsere Zauber lustigerweise auch noch verfolgend sind. Deswegen... Und die Kamera ist sowieso irgendwie auf denen fokussiert. Das macht das Ganze irgendwie ziemlich einfach. Boah. Wie gesagt, Geister bestehen aus Ektoplasma und deswegen wirkt Entschleime auch gegen die. Um mal die Logik ein bisschen reinzubringen, ne? Ja, ich erinnere mich. Da haben wir eine Weile gebraucht, um rauszukriegen, wo das ist. Auch wenn es eigentlich gar nicht so schwierig ist. Wenn man ein bisschen genauer auf das Bild achtet. So. Den Raum werden wir auch nochmal betreten, übrigens. Ich spoiler hier rum wie sonst was. Ha! Wieso geht das nicht? Da ist ein Stern hinter. Okay, das war's wohl. Und hier wird einem netterweise wieder mal angezeigt, wo man lang muss. Ist nicht wahr. Ja, danke für den Hinweis. Reicht aber jetzt nochmal. Die Bohnen nehmen wir natürlich mit. Und verziehen uns auch wieder durch, weil hier gibt's nichts mehr. Schnell durch, wir haben nicht mehr so viel Zeit. Okay. So. Hier kriegen wir noch ein bisschen Rinde. Geschenkt netterweise. Können Sie wieder einen schönen Trank brauen. So. Jetzt schwingt das Ding wieder zurück. Und wir sind jetzt unten drunter. Das heißt aber, wir müssen wieder irgendwie nach oben kommen. Um an den Stern zu kommen. Zum Beispiel durch diese Tür. Nur zum Beispiel natürlich. Ach, was für ein angenehmes Lachen, nicht wahr? Und wieder mal eine Karte. Gucken wir doch gleich mal kurz. Hoppala, das war die Maus ein bisschen sensibel eingestellt, weil es im Spiel irgendwie so lahmarschig sonst ist. So. Greta Ketchlaff. Wahrscheinlich hätte ich einen Liebestrank erfunden oder so. 1960 geboren, Autorin von Zaubern Sie Ihren eigenen Käse. Wobei das allerdings nicht wortwörtlich mit Zaubern gemeint ist, denn wie Hermine ja schon gesagt hat, Essen ist eins der 7 Ausnahmen laut irgendeinem Gesetz, dass man kein Essen aus nichts erschaffen kann oder so. Ich habe leider den Namen des Gesetzes vergessen, wer es weiß, kann es ja mal in die Kommentare schreiben. Na Schnucki? Na Schnucki 2? Ach, hier sind wir wieder. Na gut. Alter, die Zeit wird richtig knapp, ey. Wir müssen uns beeilen. Los, schneller, Harry, los, lauf. Ey, schon wieder. Übertreibt's doch nicht immer so damit. Da oben ist nichts, ne? Komisch. Gucken wir uns die Karte doch wieder an. Schon wieder. Flavius Belby, der Name kommt mir bekannt vor. 1715 bis 1791, der einzige Zauberer, der jeden Angriff eines Todesfeldlers überlebt hat. Das ist wahrscheinlich irgendein schwarzer Falter, der einen berührt und danach ist man dem Tode geweiht. Und hier scheint irgendwie eine Fackel drin hinter zu sein, weil... Seht ihr das auch? Das ist so ein Lichtschimmer manchmal. Genau da. Ja? Da sieht man. Na gut, ich würde sagen, wir laufen noch zum Speicherbuch und dann beende ich auch die Folge und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder, wenn es wieder heißt Let's Play Harry Potter und die Kammer des Schreckens. Bis dahin, habt noch einen schönen Tag und ein schönes Leben. Bis dann.